Der Wolf polarisiert. Es gibt Menschen, welche ihm eine Existenzberechtigung zusprechen, und es gibt nicht wenige, welche ihn am liebsten wieder ausgerottet sehen möchten. In unseren Breitengraden verursacht kein anderes Tier so emotional geführte Diskussionen. In Zeitungen jagen sich die Schlagzeilen. Der Wolf ist für die Medien zum Dauerbrenner geworden. Vieles ist wahr und ebenso vieles pure Erfindung oder Spekulation. Als im Jahr 2011 in einem Zeitungsartikel stand, der Wolf zeigt sich, erwachte mein Interesse zum Thema Wolf endgültig. Ich las während den letzten 10 Jahren mindestens 2 Dutzend Bücher darüber und eignete mir somit ein fundiertes Grundwissen an. Ich wollte einem Wolf auf die Spur kommen. Ich wusste, dass das nicht einfach sein würde. Ein verschwommener Abdruck einer Pfote auf schlammigem Untergrund und eine unscharfe Aufnahme einer Wildkamera ermutigte mich, auf Spurensuche zu gehen und schlussendlich über den Wolf einen Film zu machen. Drehen wir das Rad der Geschichte um 3 Millionen Jahre zurück. Wir befinden uns im Miozän. Hier lebte schon das Mammut, der Säbelzahntiger und ebenfalls die Vorfahren heutiger Wölfe. Unser menschlicher Vorfahre hätte heute wohl kaum einen Schönheitswettbewerb gewonnen. Der Vorfahre des heutigen Wolfs dürfte wesentlich größer gewesen sein. In Sibirien wurde im Permafrost ein gut erhaltener Kopf eines ca. 40.000 Jahre alten Wolfs gefunden. Im Yukon ein Welpe mit sogar 57.000 Jahren. Ebenfalls in Sibirien ein noch besser erhaltener Welpe mit 18.000 Jahren. Heute ist man sich sicher, dass dieser Welpe bereits schon dem Hund zugeordnet werden kann. Man vermutet, dass die Domestizierung vor 20.000 bis 40.000 Jahren stattgefunden hat. Der Wolf ist der Stammvater unserer Haushunde. Alle Hunderassen tragen seine Gene, ganz egal wie groß der Hund ist, ob langbeinig, kurz oder langhaarig. Wenn wir in die Augen eines Hundes schauen, so schauen wir indirekt in die Augen eines Wolfes. Jeder Besitzer eines Hundes hat dessen Existenz dem Wolf zu verdanken. Denn sein vierbeiniger Gefährte trägt 99,8% Gene des Wolfs in sich. Der Wolf kommt in Eurasien und Nordamerika vor. Seine Körpermasse und Färbung sind sehr variabel. Man unterscheidet daher eine große Zahl von Unterarten. In Mitteleuropa wiegt ein Wolf zwischen 28 und 40 Kilogramm. Ein kanadischer Wolf kann aber bis zu 90 Kilogramm schwer werden. Die Kopfrumpflänge misst 100 bis 150 Zentimeter. Die Schulterhöhe beträgt ungefähr 60 bis 80 cm, wobei die Männchen in der Regel etwas größer sind als die Weibchen. Wölfe haben einen 30 bis 50 cm langen, buschigen Schwanz. Die Fellfarbe variiert von beige-rötlich bis graubraun und die Augen sind gelb bis bernsteinfarben. In der freien Wildbahn werden die Tiere 5 bis 10 Jahre alt. Nase und Ohren sind die wichtigsten Sinnesorgane. Wölfe können eine Beute oder einen Kadaver auf mehrere Kilometer Distanz wittern. Außerdem haben sie ein ausgezeichnetes Sehvermögen. Die Geburt der Jungen erfolgt in einer Höhle. In einem Wurf befinden sich 1 bis 12, in der Regel 4 bis 6 Welpen. Die frisch geborenen, noch blinden und tauben Welpen wiegen 300 bis 500 Gramm und haben ein feines, dunkles Fell. Die Augen öffnen sich nach 11 bis 15 Tagen. Die Welpen können nun auch laufen, knurren sowie kauen. Auch die ersten Zähne sind erkennbar. Etwa um den 20. Tag beginnen die Jungen, Laute wahrzunehmen, verlassen erstmals die Höhle und beginnen mit den Geschwistern und älteren Familienmitgliedern zu spielen. Wölfe sind sehr anpassungsfähig und können deshalb in verschiedenen Lebensräumen vorkommen. Es wird oft behauptet, dass Wölfe in der Schweiz angesiedelt wurden, wie es beim Luchs der Fall war. Dem ist nicht so. Die Schweizer Wölfe stammen aus Italien.
Sie sind von dort in die Schweiz eingewandert und haben hier ideale Lebensbedingungen gefunden. Und dann im Jahr 2012 gibt es seit über 150 Jahren wieder das erste Mal Nachwuchs in der Schweiz. Das Kalanda-Rudel ist entstanden und geht in die Geschichte ein. Aktuell sind in der Schweiz 15 Rudel ansässig. Was ist nun aber ein Rudel? Ein Rudel ist nichts anderes als eine Familie, bestehend aus den Elterntieren, neuem Nachwuchs oder Jungtieren aus dem letzten Jahr. Fälschlicherweise wird von vielen Leuten angenommen, dass ein Wolfsrudel ein zusammengewürfelter Haufen von verschiedenen Individuen sei. Man verfolgte den Wolf vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Es wurde ein großer Aufwand betrieben, um den Wolf töten zu können. Es wurden metertiefe Gruben ausgehoben, die sogenannten Wolfsgruben. Fiel ein Wolf in eine solche Grube, wurde er erschlagen oder erschossen. Die Menschen legten auch Fleischstücke mit Glassplittern und Wolfsflechtenpulver aus, um Wölfe und Füchse zu vergiften. Die Wolfsflechte enthält Vulpinsäure, ein Gift, das die Atmungsorgane lähmt. Mit den Glassplittern sorgte man dafür, dass der Darm der Tiere verletzt wurde und das Gift leichter eindringen konnte. Die Wolfsflechte ist so giftig, dass man beim Zermahlen der Flechte einen Mundschutz tragen musste. Eine andere Methode war die Wolfsangel. An einem Haken aus Eisen wurde ein Köder befestigt, dann zwischen Astgabeln verankert. Der Köder war mit einem Sprung gerade noch erreichbar. Schnappte der Wolf nach dem Köder, verhakte sich die Angel in seinem Rachen und er zappelte wie ein Fisch an einer Angel, was einen qualvollen Tod bedeutete. Dorfbewohner wurden von Adligen zum Wolfslaufen aufgefordert. Das Wolfslaufen war eine manchmal über Tage andauernde Hetzjagd, wo Wölfe eingekesselt und abgeschlachtet wurden. Die Jagd auf Wild war dem Adel vorbehalten. Einen Wolf durfte jeder töten. Vor gut 200 Jahren war das Ziel erreicht. Bis auf wenige Exemplare war das hierzulande über Jahrtausende hinweg wichtigste Raubtier ausgerottet. Ein Eintrag zur Wolfsjagd ist im Äbte-Tagebuch von Pius Rea zu finden, ebenso im Archiv der Ortsgemeinde Straubenzell. Für Appenzell-Innerrhoden ist zum Beispiel nachgewiesen, dass im Jahr 1641 aus jedem Haushalt eine männliche Person verpflichtet wurde, Wölfe zu jagen. Bei Zuwiderhandlung drohte eine Buße von 2 Schillingen. Wer einen Wolf erlegte, erhielt die hohe Belohnung von 25 Pfund. Appenzell-Außerrhoden organisierte zusammen mit dem St. Galler Klosterstaat mehrere Treibjagden. Auch für die Stadt St. Gallen sind ähnliche Maßnahmen überliefert. Die Kirche im Mittelalter und deren Machenschaften in Verbindung mit der Hexenverfolgung war an der Verfolgung des Wolfs ebenfalls mitbeteiligt. Prozessopfern wurde vorgeworfen, dass sie sich in einen Wolf verwandeln können und mit dem Teufel im Bunde stehen würden. Es ist überliefert, dass in Menschenkleidern gesteckte Wölfe am Galgen zur Schau gestellt wurden. Was hat in der Schweiz maßgeblich zur Ausrottung des Wolfs geführt? Ursprünglich war der Wolf eigentlich mal das meistverbreiteste Landraubtier auf den nördlichen Erdhalbkugeln. Und früher haben eigentlich Wolf und Mensch friedlich nebeneinander oder miteinander gelebt. Die Probleme haben eigentlich erst angefangen, wo Menschen sesshaft geworden sind, wo sie Landwirtschaft betrieben haben und Nutztiere gehalten haben. Dazumal sind die Wälder massiv abgeholzt worden. Also man hat das Holz gebraucht, um Häuser zu bauen, zum Heizen, zum mehr Weiden anzubringen, auch für die Nutztiere. Es ist, gleichzeitig sind auch verbesserte Schusswaffen aufgekommen. Jeder Mann konnte schiessen, also es ist unkontrollierte Jagd losgegangen. Die natürlichen Beutetiere vom Wolf, Reh, Rotwild sind praktisch ausgestorben gewesen. Also das heisst, wir Menschen haben dem Wolf die natürlichen Lebensgrundlagen genommen. Und am Wolf ist nichts anderes übrig geblieben, als sich in der Nähe von Siedlungen von Abfall zu ernähren. Und sie haben natürlich auch immer wieder Nutztiere gerissen. Die Bauern waren dazumal sehr arm, es hat auch Hungersnot geherrscht. Sie haben vielleicht 2, 3 Schafe gehabt.
Wenn da eins gerissen worden ist, ist es natürlich um die nackte Existenz gegangen. Es ist ums Überleben gegangen. Noch heute werden Wölfe bejagt. In Russland ist der Wolf nicht geschützt und ist legal zu jeder Jahreszeit bejagbar. Es werden Jagdsafaris organisiert, wo jeder seinen Wolf schießen kann. In Kanada und den USA werden immer noch Teller und Schlingfallen verwendet. Diese Methoden werden nicht nur Wölfen zum Verhängnis, sondern auch vielen anderen Tieren. Verlässt ein Wolf ein für ihn festgelegtes Schutzgebiet, wie zum Beispiel den Yellowstone-Nationalpark in den USA, ist er Freiwild und kann von Jägern legal erlegt werden. Selbst vor nicht allzu langer Zeit wurde von gewilderten Wölfen der eine oder andere Welpe mit nach Hause genommen. Mit barbarisch anmutenden Methoden wurde versucht, seinen Willen zu brechen, um ihn zu zähmen. Ich wollte im Film auch das Thema gewilderte Wölfe mit einbauen. Kaum gedacht, während ich zu meinem Film recherchierte, wurde in Frankreich eine Wölfin gewildert und vor dem Rathaus von Saint-Bonnet-en-Champsaur aufgehängt vorgefunden. Hinten am Fenster steht: Wacht auf, es ist schon zu spät. Die Anzahl von dokumentierten Wölfen, welche in der Schweiz gewildert wurden, ist gering. Trotzdem darf aber eine höhere Dunkelziffer nicht ausgeschlossen werden. Was müsste geschehen, dass Wölfe auch bei Skeptikern eine größere Daseinsberechtigung erfahren würden? Ganz wichtig ist Aufklärungsarbeit. Je mehr man über den Wolf, auch das ganze Verhalten vom Wolf und auch den Einfluss auf das Ökosystem, auf den Wildtierbestand, auf den Wald, Waldverjüngung, wenn man da mehr Bescheid weiss, dann wird man den Wolf auch besser akzeptieren. Weil etwas, das man kennt, kann man auch eher respektieren und lernen, damit umzugehen. Dann als weiteres ist ganz wichtig, dass Herdenschutzmassnahmen gefördert werden. Weil alle Alpen, die guten Herdenschutz umsetzen, beweisen eigentlich, dass Herdenschutz funktioniert, dass es praktisch keinen Riss mehr gibt mit Herdenschutz. Und Herdenschutz ist aber für einen Alpenwirtschafter, vor allem am Anfang, eine riesen Umstellung. Es ist eine riesen Mehrbelastung, Mehraufwand und auch vom Finanziellen her. Und da ist ganz wichtig, dass Alpenwirtschafter besser unterstützt werden. Und einem Alpenwirtschafter würde viel mehr nützen, wenn die ganze Landwirtschaftslobby und Politik die ganze Energie und das Geld würden eben in Herdenschutz stecken, statt in Abschuss der Wölfe. Weil ein Abschuss eines Wolfs ist nur eine kurzfristige Lösung, also das ist keine nachhaltige Wirkung, weil der nächste Wolf wird kommen. Und der Bauer steht nachher wieder vor dem gleichen Problem, dass der nächste Wolf wieder die Schafe reisst. Bei einem Rudel ist es sogar so, wenn man Rudelregulierung macht, dass es im Folgejahr mehr Schäden geben kann. Das kann ein Abschuss von Jungtieren kann die Reproduktion ankurbeln in den Folgejahr. Es kann sein, wenn man ein falsches Tier zum Rudel ausnimmt, also ein älteres Tier zum Beispiel, dass das ganze Rudel auseinanderfliegt, dass dann nach einem Haufen Jungtier, unerfahrene Jungtier allein unterwegs sind. Und so natürlich auf einfache Beute angewiesen sind. Das heisst, solche Tiere gehen dann eher auch mal in Siedlungsnähe, in Siedlungen Abfall suchen oder halt eben auch ungeschützte Nutztiere zu reissen. Ich habe mich dann auch ab und zu in Wolfsforen von Befürwortern und Gegnern eingeloggt, um zu schauen, was dort geschrieben wird. Eine der beiden Hauptgruppen von Gegnern hat mich beschimpft, mir sogar gedroht und mich später unweigerlich aus ihrem Forum verbannt. Ich habe offenbar zu viele unangenehme Fragen gestellt. Auf der Plattform der Befürworter darf jeder seine Meinung kundtun, sogar Leute aus dem Lager der Gegner. Bei den Gegnern gibt es zwei größere Gruppen. Eine nennt sich Sur Selva Wolf und die andere Volksinitiative Canton Wallis ohne Großraubtiere. Ich habe bei beiden Gruppen gefragt, wie es mit freiwilligen Herdenschutzhelfern ausschaut. Das mit den Helfern ist eindeutig ein Ablenkungsmanöver.
Die können laut Auslanderfahrung keine Risse verhindern. Eine Möglichkeit wäre, Hirten mit Jagdwaffen gegen Wölfe einzusetzen, ohne dass ihnen eine Anklage droht. Dann sollten diese tatsächlich alle 10 Meter mit ihrer Waffe am Zaun postiert sein, sonst wird es weiterhin Risse geben. Eine Antwort der Bündner: Dort, wo Einsatz von freiwilligen Hilfskräften sinnvoll ist, werden diese auch seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt. Leider hat der Einsatz von Laien in den meist schwierigen Verhältnissen auf der Alp Grenzen. Schlussendlich stehen die Elpler in der Verantwortung und entscheiden, ob sie Laien oder lieber erfahrene Hirten einsetzen können. Ein Walliser Mitglied hat geantwortet: Diese Helfer möchten nur ein paar Tage durchgefütterte Ferien auf der Alp verbringen. Ein Mitglied der Volksinitiative Wallis ohne Großraubtiere schrieb: Schadensstiftende Wölfe müssen erlegt werden können ohne Wenn und Aber und ohne kostenverursachende DNA-Proben. Ansonsten vermehren sich diese Raubtiere weiter ungehindert bis zur Invasion. Es könnte sich dann im schlimmsten Fall eine Krankheit wie die Räude ausbreiten, woran sie elend verenden werden. Also denke ich, wäre eine jährliche Regulation dieser unnützen Viecher humaner und sinnvoll. Denkbar wäre auch, dass Abschüsse in der ordentlichen Jagd eingeplant werden, wo jeder Jäger mindestens einen Wolf erlegen darf und dafür eine Abschussprämie erhält. Somit könnte die Wildhut entlastet werden. So könnte man die Weitervermehrung in Grenzen halten. Auf einer anonymen schweizerischen Homepage, welche sich Wolflos nennt, werden Leute, welche sich für den Herdenschutz und den Wolf einsetzen, sogar mit Nationalsozialisten verglichen. Sich selber bezeichnet man als Opfer derjenigen. Ich komme nicht darum herum, dafür 3 Beispiele zu präsentieren. Das Gedankengut der Betreiber dieser Homepage ist äußerst menschenverachtend und geschmacklos. Hätte man nichts zu verbergen, so müsste man eine Homepage nicht anonym betreiben. Seit mehr als 30 Jahren beschäftige ich mich mit dem Wolf, seinem Verhalten, seiner Biologie, weil mich das als Kynologe interessieren muss, damit ich die Hunde besser verstehen kann. Deshalb rief ich die Facebook-Gruppe Wolf Facts ins Leben. Das Ziel war, dass man solche Falschinformationen korrigieren kann, dass man wissenschaftliche Fakten über das Verhalten des Wolfes der Öffentlichkeit zugänglich macht. Im Vorfeld der Abstimmung zum Jagdgesetz 2020 erschreckten mich die Argumente der Gegner. Da gab es grundsätzliche Gegner. Es war eine Allianz von diesen, einem Teil der Landwirtschaft und der Jäger. Es ist nicht das Problem, dass man gegen den Wolf sein kann. Das ist legitim. Es ist das Problem, dass viele Lügen und komplett falsche Dinge erzählt wurden. Viele Argumente gehen dann auf eine moralische Basis, so wie: Der Wolf ist eine grüne Menschenverachtung, die da gemacht wird. Es geht darum, die Bauern schleichend zu enteignen. Man will ihnen ihren Besitz wegnehmen. Und es gipfelt darin, dass die Organisationen, die Naturschutzorganisationen und so weiter, das Ziel haben, den Alpenbogen zu entvölkern, damit sich da wieder eine Wildnis etablieren kann. Das ist natürlich ein kompletter Blödsinn, der da ins Feld geführt wird. Immer wieder wird von den Wolfsgegnern die Biodiversität bemüht. Das heißt, wenn die Weiden aufgegeben werden wegen dem Wolf, würde die Biodiversität abnehmen. Das mag bei gewissen Standorten stimmen, wenn die Wiese nicht standortgerecht ist. Dann wächst sie halt zu. Aber es gibt nicht weniger die Biodiversität, sondern eine andere. Es kommen dann halt andere Pflanzen, die dort sind, und auch wieder andere Tiere. Was mich erstaunt oder erschreckt, ist eigentlich, dass Menschen, Biologen, die sich bisher für Pflanzen und Schmetterlinge interessiert haben, sich deshalb plötzlich als Wolfsexperten etablieren möchten. Was könnte der Grund sein, dass der Wolf auch noch in heutiger Zeit bei manchen Menschen als Feindbild betrachtet wird? Also ein Hauptgrund sind sicher die Märchen und die Mythen.
Also jedes Kind lernt von klein auf schon aus Märli Rotkäppli, dass der Wolf gefährlich und böse ist. Oder eben auch Wehrwolf. Das ist, ja, der Wolf wird einfach immer als Bestie dargestellt. Und ein weiterer Grund sind natürlich auch die Medien. Also in den Medien liest man auch immer nur Negativschlagzeilen mit riesen, reisserischen Titeln von der blutrünstigen Bestie, die wieder Schaf gerissen hat. Dann ein weiterer Grund sind natürlich eben die Nutztierschäden. Dass die Bauern keine Freude haben, dass der Wolf wieder zurückkommt und die Schaf reisst, das ist verständlich. Aber es gibt auch Lösungen und der heisst Herdenschutz. Man kann die Schafe wirkungsvoll schützen, wenn man es richtig umsetzt, dann hat das sehr grossen, dann ist es sehr wirksam. Ein weiterer Grund ist noch vielleicht die Jäger, die den Wolf als Konkurrent anschauen. Wie sieht es nun aber bei den Förstern aus? Sie sind eine direkt betroffene Berufsgruppe. Der folgende Brief ging im März 2020 an die Bündner Medien. Es wird befürchtet, dass durch schweizweit erleichterte Abschüsse diese willkommenen Verbündeten der Waldbauern im Kampf gegen die überhöhten Schalenwildbestände zurückgebunden werden. Das steht im Widerspruch zu einem aktuellen Positionspapier von Graubünden Wald. Darin wird die Rückkehr der Großraubtiere im Interesse des Bündner Waldes ausdrücklich begrüßt. Das gemäß Umfrageergebnis den kantonalen Jagdbehörden geschenkte Vertrauen erstaunt, nachdem laut werdende Försterstimmen im vergangenen Herbst den wachsenden Unmut in der Bündner Waldwirtschaft zur kantonalen Jagdplanung zeigten. Ungeachtet des Abstimmungsausgangs im Mai erhoffen sich die Bündner Förster eine umgehende, wirksame Reduktion der Schalenwildbestände im Kanton. Denn in einem Punkt sind sich wohl die meisten Waldpfleger und Waldbewirtschafter einig. Wenn es nicht gelingt, den Druck durch den Wildverbiss auf die dringend nötige und den Klimaentwicklungen entsprechende Waldverjüngung wirksam zu reduzieren, werden mittelfristig die Schutzwälder ihre Funktion vielerorts nicht mehr erfüllen können. Das hätte für die Bevölkerung erhebliche Schutzdefizite und massive Kosten für die Errichtung von Schutzbauten zur Folge. Gehen wir noch einmal einige Jahrtausende zurück. Es gab damals nur Wildtiere. Erst mit der Domestizierung von Wildtieren entstanden für uns Menschen Nutztiere. Sei es das Rind, das Schaf, die Ziege, das Pferd, das Schwein und auch der Hund. Sie alle waren vorher freilebende Wildtiere. Im Laufe der Zeit zähmte der Mensch diese Wildtiere, dass ihnen ein natürliches Fluchtverhalten abhanden gekommen ist. Der Wolf aber, er hat seine Urinstinkte beibehalten. Flieht eine für ihn potenzielle Beute nicht, so ist das für ihn nicht normal, nicht in seinen Genen verankert. Oft reißt er dann mehrere Nutztiere, denn in seinem Kopf ist das Programm Töten nicht beendet. Ein wilder Wolf weiß nicht, wann er das nächste Mal auf der Jagd erfolgreich sein wird und nützt somit die sich ihm bietende Gelegenheit. In freier Wildbahn ist nur jeder achte Jagdversuch erfolgreich, was für den Wolf enormen Kraftaufwand bedeutet und oft zu Verletzungen führt, welche auch tödlich enden können. Florian, wie sieht für dich ein Tagesablauf aus? Also jetzt, das hat sich natürlich ein bisschen verändert die letzten Jahre, aber jetzt, seit der Wolf so präsent ist, habe ich einfach Nachtpferch und das heißt, ich tue die morgens um 7 circa, lasse die aus dem Nachtpferch raus, den ich immer an irgendwelchen Plätzen speziell für die Schafe steck und muss achte ein bisschen darauf, dass der relativ eben ist, damit auch wirklich alle Schafe dort Platz haben. Und dann lasse ich die morgens raus und je nachdem, wo das Gebiet ist, gehe ich mit denen mit, zeige denen ihre Tagesweide und warte dort, bis sie anfangen abzuliegen. Das ist dann meistens so zwischen 9 und 10. Und dann habe ich meistens quasi wie eine Mittagspause, gehe zurück zur Hütte oder zum Wagen und gehe dann ab 4, je nachdem, kommt ein bisschen drauf an, manchmal nach dem Wetter auch, manchmal auch erst später, und sammle die dann
langsam wieder abends ein und bringe die dann wieder zurück zum Nachtpferch. Was gefällt dir ganz besonders an deiner Arbeit? Es gibt natürlich vieles. Also ich liebe natürlich draußen zu sein. Das ist mein absolut Ein und Alles. Ich bin am allerliebsten draußen. Und ja, das selbstständige Arbeiten als Schafhirt ist schon ganz besonders, wenn man halt derjenige ist, der wirklich ganz oben ist in den Bergen. Und da kommen wenig Menschen und auch wenig Bauern hoch. Und man ist wirklich selbstständig und entscheidet jedes Problem selber. Bist du mit der diesjährigen Saison zufrieden? Dieses Jahr war ein anstrengendes Jahr, würde ich sagen. Aber das war hauptsächlich durch das Wetter. Das Wetter war dieses Jahr, es war ein feuchter Sommer und relativ viel Nebel auf meiner Alp. Und es war nicht so übersichtlich, hatte relativ viel Verlust durch das schlechte Wetter und durch die Krankheiten. Und dadurch war es jetzt eher, ja, ich würde sagen, ein anstrengender Sommer. Ja. Aber trotzdem habe ich jetzt im Nachhinein trotzdem genossen und hatte eine schöne Zeit hier. Ja. Hast du schon Probleme mit Wölfen gehabt? Also es ist immer die Frage, was man als Problem bezeichnet. Klar, der macht mir natürlich mehr Arbeit. Das ist so. Seit er da ist, habe ich einfach mehr Arbeit. Ich muss mehr zäunen, muss mehr draußen sein, mehr beobachten. Aber ich als Hirt würde das jetzt nicht als Problem betrachten, sondern eher als halt neue Aufgabe. Es ist meine Aufgabe, meine Herde zu beschützen, zu gucken, dass die im Herbst wieder schön dick und gesund zurückgehen an die Bauern. Ich sehe es jetzt eher als eine Veränderung und als ein Abenteuer, ein großes. Und von dem her ist es jetzt kein größerer Aufwand. Es ist einfach mein Job. Ja, genau. Hast du vor dem Wolf Angst? Also, ich könnte es dir jetzt nicht sagen, wenn ich dem jetzt wirklich gegenüberstehen würde und der würde mich wirklich anknurren. Aber ich habe das Gefühl, ich wüsste mich auf jeden Fall zu verteidigen. Und wenn ich das Gefühl hätte, ich werde bedroht von dem, dann würde ich natürlich auch mein Leben verteidigen, ganz klar. Das würde wahrscheinlich jeder aus dem natürlichen Instinkt heraus. Aber sicher erst in dem Moment, wo ich mich dadurch wirklich bedroht fühle, jetzt denn einfach so, habe ich jetzt keine Angst vor dem, sondern da ist es eher so eine Faszination. Ah, man sieht ihn ab und zu und der ist so scheu, da fühlt sich das eher an wie ein kurzer Moment von einem Glück und denkt, wow, so selten so ein Wildtier gesehen in der Natur. Es ist wie vielleicht mal ab und zu, man sieht irgendwie besondere Gämse oder einen Steinbock, wobei das natürlich viel, viel häufiger ist wie jetzt ein Wolf. Das ist schon was Besonderes. Ja. Denkst du, dass ein Zusammenleben mit dem Wolf möglich ist? Es kommt immer darauf an, in welcher Form. Wir leben ja mit Hunden zusammen. Das ist auch eine Art Wolf und das ist natürlich ein total schönes Zusammenleben. Jetzt so mit der Landwirtschaft bedeutet das einfach, dass es eine Veränderung ist. Und da müssen wir natürlich uns überlegen, wie wollen wir als Gemeinschaft das fortführen. Und ich denke, es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit. Man muss sich einfach darauf einlassen. Ja. Gibt es im Zusammenhang mit dem Wolf etwas Besonderes zu erzählen? Ja klar, jede Begegnung mit dem Wolf ist natürlich irgendwie was Besonderes für mich jetzt. Ne? Für andere ist es bestimmt auch was Besonderes, weil jeder berichtet natürlich, wenn er einen Wolf sieht oder irgendwas mit dem erlebt, ist es für den was Besonderes. Und ja, jetzt vielleicht eine Geschichte, die ich hier jetzt erlebt habe, wo ich das erste Mal so richtig nah an ihm dran war, war einfach, er kam mir, ich bin hier jetzt in Panix am Stausee gewesen, also auf der Nachweide und war schon am nachmittags noch eine kleine Runde um See drehen und saß noch in der Sonne und wollte zurück zur Herde laufen und dann kam er mir entgegen und hat mich so kurz angeschaut und ist dann links weg über die Staumauer irgendwie nachmittags um 4, 5 und ist da eher total wie halt so ein Wolf so dahin schlappt irgendwie über die Staumauer drüber und am Ende von der Staumauer noch runter an den Stausee, hat sich da noch kurz irgendwie getrunken und ist dann eher unspektakulär, würde ich jetzt mal sagen, im Wildasyl verschwunden und ja, dann war er wieder weg und es war ein kurzes irgendwie, wow, ja, jetzt habe ich ihn mal wieder gesehen und das war irgendwie, ja, klar, jedes Erlebnis ist irgendwie speziell, ja. Ich wollte vom Schweizer Bauernverband wissen, wie viele Tiere im Durchschnitt jedes Jahr auf Alpen sterben, weil sie abstürzen,
krank sind, verloren gehen oder vom Blitz getroffen werden. Die Antwort darauf war, die Daten werden nicht erhoben. Das wäre an diversen Stellen mit erheblichem administrativem Aufwand verbunden. Mir wurde auch mitgeteilt, dass nur Risse von Cora dokumentiert werden. Cora erforscht die Lebensweise der Raubtiere und überwacht die Entwicklung ihrer Populationen. Cora hat mir kurz geantwortet, dass Versicherungen Zahlen registrieren würden. Wie man weiß, gibt es Dutzende Versicherungsgesellschaften und dort als Privatperson Antworten zu bekommen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe dann weitergesucht und bin auf folgenden Artikel aus dem Jahr 2016 gestoßen. Im Jahr 2016 wurden von Wölfen in der Schweiz 389 Nutztiere gerissen. Absolut gesehen sind 389 eine hohe Zahl. Relativ zeigt sich aber ein anderes Bild. Wie der Bundesrat im August 2016 mitteilte, sterben weit mehr Tiere durch Absturz, Krankheit oder Blitzschlag. Pro Jahr seien es während der Sömmerung 4.000 bis 6.000 Schafe. Sie erfrieren, verhungern, stürzen ab oder erkranken. Trotzdem fordern die kantonalen Bauernverbände vehementer die Regulierung der Wolfspopulation als den Ausbau des Herdenschutzes. Schlagzeilen über Nutztiere, welche tagelang mit offenen Brüchen in einem Tobel dahinsiechen, bis sie sterben, findet man vergebens. Dieses anonyme Schicksal scheint niemanden zu interessieren. Ebenso wenig Tiere, welche nach der Sömmerung noch auf Alpen verbleiben, weil man sie nicht sofort gefunden hat. Alles traurige Schicksale, welche sich im Verborgenen abspielen, fernab von fettgedruckten Schlagzeilen. Es soll kurz erwähnt werden, dass es in der Schweiz ungefähr 350.000 Schafe gibt. Davon verbringen während der Sömmerung rund 200.000 auf Alpen. In der Schweiz werden jährlich 21 Millionen Franken Subventionsbeiträge für Schafe ausgegeben. Ohne staatliche Hilfe wäre die Schafhaltung in der Schweiz unrentabel. Warum gibt es trotz Herdenschutz noch Risse? Ganz wichtig ist, dass die Herde homogen geführt wird und dass auch die richtige Anzahl Hunde auf die Herdengröße angepasst wird. Dann sehen wir auch immer wieder Fehler bei der Zäunung. Also es kann ein Zaun sehr gut aufgestellt sein, aber wenn dann nachher irgendwo über einen Bach gezäunt wird und es dort ein Schlupfloch hat für einen Wolf oder irgendwo an einen grossen Stein hin, dann kann der Wolf einfach auf den Stein rauf und das dann als Sprungbrett nutzen und ist dann auch in den Herden rein. Und ein Wolf, der geht lieber unten durch ein Schlupfloch suchen, statt dass er über einen Zaun hineinkommt. Da ist sehr wichtig, eben, guter Bodenabschluss, das ist enorm wichtig. Und wichtig ist auch, dass es, der Zaun gut elektrifiziert wird. Da sehen wir auch immer wieder Fehler, dass entweder schwache, alte Viehhüter eingesetzt werden und, oder verrostete Erdungen oder Verbindungskabel zwischen der Erdung und Viehhüter, dass die einfach mit einem rostigen Draht umgewickelt sind und nicht verschraubt sind. Also wichtig ist wirklich, dass die ganze Elektrifizierung, einen sehr guten Viehhüter und eine gute Erdung, das ist enorm wichtig. Weil wichtig ist, dass ein Wolf, wenn er an einen Zaun ankommt, dass ihm das erste Mal eine wirklich richtig federt und der Wolf wird den Bogen in Zukunft machen um die Zäune herum. Bleiben wir bei der Landwirtschaft. Im Sommer 2021 wurde in einem Bündner Dorf ein Forum über den Wolf und den Herdenschutz durchgeführt. Es herrschte Tribunalstimmung, nur dass der Angeklagte nicht anwesend war,
und für ihn eine Verteidigung fehlte. Initiator war der Direktor einer großen und bekannten Landwirtschaftsschule. Prominenter Gast ein Ökonom aus Frankreich, welcher am Herdenschutz kein Haar gerade ließ. Es wurde mitgeteilt, dass alle Maßnahmen zum Herdenschutz sinnlos seien und Wölfe immer einen Weg finden würden, um in Herden einzudringen. Der besagte Ökonom ist, man denke jetzt nichts Böses, Beauftragter der Schafzüchterlobby Frankreichs. Anstatt einen seriösen Ausbau des Herdenschutzes voranzutreiben, wird plädiert, Wölfe zum Voraus zu regulieren, sprich töten. Mein persönliches Fazit dazu: Eine Gewehrkugel ist billiger als schützende Zäune. Die Wolfsgegner verlangen, dass der Wolf proaktiv reguliert werden soll. Damit verschleiern sie die Jagd, die sie fordern, auf den Wolf, und sie verweisen dann auf Frankreich, wo das schon lange gemacht wird. Aber gerade dieses Beispiel zeigt, dass das nicht funktioniert und dass man durch die Bejagung, indem man die Sozialstrukturen der Rudel zerstört, eine große Steigerung der Risszahlen erreicht. Also mit dem proaktiv Regulieren erreicht man gerade das Gegenteil. Und mit diesem nicht schützbar, da wird auch Schindluder betrieben. Also man bezeichnet dann Alpen als nicht schützbar, obwohl sie schützbar wären, einfach weil es wirtschaftlich so aussieht, als sie nicht schützbar sind. Und die Grenze, die ist am meisten so, dass man, wenn man nicht 100 Normalstöße auf die Alp bringt, diese automatisch als nicht schützbar bezeichnet wird, mit dem Ergebnis, dass der Wolf leichter die Tiere reißen kann und die Quote der gerissenen Tiere tiefer ist, als wenn die Alp geschützt wäre. Ist der Wolf heute wirklich so streng geschützt, wie es das Gesetz verlangt? Seit der Abstimmung zum Jagdgesetz und das 2020 abgelehnt worden ist, ist der Druck von der Landwirtschaftslobby massiv gestiegen auf Politik, und sie probieren mit allen Mitteln eigentlich den Schutz vom Wolf zu senken. Und da hat auch der Bundesrat dann auch schon gehandelt, und sie haben im Rahmen von der Jagdverordnung, was einfach dort drin gelegen ist, haben sie den Schutzstatus vom Wolf schon gesenkt, indem sie die Anzahl der gerissenen Nutztiere gesenkt haben. Also die Schadensschwelle, wo die Anzahl Schafe, die der Wolf reissen darf, ist massiv gesunken. Und wenn man es so anschaut, muss man sagen, also der Wolf ist nicht ganz so stark geschützt, wie es eigentlich von der Gesetzgebung her, vom Jagdgesetz und der Berner Konvention müsste sein. Eine Hirtin wurde am 11. August 2021 auf der Alp Dill Oberst mit ihrem Hund von einem Wolf überrascht. Der Wolf lief in einer Entfernung von 10 Metern hinter ihr her und knurrte den Hund an, der sich hinter die Schäferin stellte, um sich zu schützen. Die Person schrie den Wolf an, worauf sich der Wolf entfernte. Am 3. September 2021 hat das Schweizerische Bundesamt für Umwelt dem Bündneramt für Jagd und Fischerei die Bewilligung zur Entnahme von 3 Jungtieren aus dem Beverin-Rudel erteilt. Das Beverin-Rudel ist seit 2019 in der Region präsent. Nach kantonalen Angaben besteht es aus dem Elternpaar, 3 weiteren Individuen und 7 im Jahr 2021 geborenen Jungtieren. Ziel des kantonalen Gesuchs ist es, durch die Entnahme von 3 Jungtieren und dem männlichen Elterntier, also insgesamt 4 Individuen, die Schäden an Nutztieren zu reduzieren und die Wölfe des Rudels menschenscheuer zu machen. Das BAFU stimmt dem Antrag auf Regulierung des Beverin-Rudels unter folgenden Auflagen zu. Es sind lediglich 3 Jungtiere zu schießen. Dem Abschuss von M92 wird nicht zugestimmt. Der Beschluss des BAFU ist kaum veröffentlicht, werden 2 Jungtiere geschossen. Die Mitteilung in der Presse macht auf Titelseiten die Runde. Ein Vertreter der Politik und des Bündner Kantonalen Bauernverbandes fordern auch den Abschuss des Leittiers M92. Es wird geäußert, dass, falls M92 nicht entnommen werde, den Jungtieren erlerntes Wissen weitergegeben wird. Der Regierungspräsident Graubünden, die Mitte, fordert sogar, dass der Kanton selber eingreifen dürfe, um eine Regulierung dort vorzunehmen, wo man sie als erforderlich erachte.
Dies, obwohl im September 2020 bei einer Volksabstimmung die Revision des Jagdgesetzes vom Volk abgelehnt wurde. Falls das Gesetz angenommen worden wäre, so hätten die Kantone Regulierungen selber vornehmen können. Mittlerweile ist es Anfang September. Die Medien laufen heiß. Es wird mehr spekuliert als seriös berichtet. Eine regelrechte Hetze ist im Gang. Das BAFU sieht sich schlussendlich verpflichtet, Falschmeldungen zu widerlegen und eine Richtigstellung der Ereignisse zu veröffentlichen. Die Vorkommnisse mit dem Wolfsrudel am Piz Weverin im Kanton Graubünden haben eine mediale und behördliche Reaktion ausgelöst, die ihresgleichen sucht. Eine nüchterne Einordnung der Vorfälle blieb dabei oft aus und selbst staatliche und somit vermeintlich neutrale Medien berichteten klar tatsachenwidrig, vereinzelt von einem Wolfsangriff auf Menschen. Die Analyse der Vorkommnisse anhand der überprüfbaren behördlichen Unterlagen zeigt aber ein gänzlich anderes Bild. Die Wolfsgegner bringen auch immer wieder das Argument, dass wir gar keine reinrassigen Wölfe hätten, sondern dass alles Hybriden sind, also Wolfs-Hunde-Mischlinge, und diese sowieso abgeschossen werden müssten. Das Problem ist, dass sie eine Definition für die Hybridisierung anwenden, die nicht wissenschaftlich ist. Die Wissenschaft hat eine andere Definition für diese Hybridisierung, und dass sie vor allem, und das finde ich das Schlimmste, die Resultate der offiziellen Labore, die das untersuchen, anzweifeln. Im Jahr 2020 wurde von Pro Natura ein Pilotprojekt gestartet, Pastus Voluntaris. Freiwillige Helfer nehmen einen zweitägigen Kurs und übernehmen auch die Kurskosten dafür. Sie unterstützen die Alphirten beim Zäunen und der Überwachung der Tiere. Kann man das Pilotprojekt als Erfolg bezeichnen? Das Pilotprojekt Pastus Voluntaris kann man durchaus als Erfolg bezeichnen. Wir haben viel mehr Einsätze gehabt, als wir gedacht haben. Wir haben viel mehr Freiwillige können ausbilden, als wir am Anfang gedacht haben. Und darum kann man das Projekt sicher als Erfolg bezeichnen. Auch die Rückmeldungen waren sehr positiv, mit wenigen Ausnahmen von den Freiwilligen und von den Betrieben, die die Hilfe in Anspruch genommen haben. Gibt es Bauern, welche dieses Angebot erneut in Anspruch nehmen wollen? Es gibt Bauern, die das Angebot erneut in Anspruch nehmen wollen. Wir haben jetzt Stand Anfang Mai schon zwei Betriebe, die letztes Jahr dabei waren und jetzt schon wieder für die ersten Einsätze angefragt haben. Gab es auch Bauern, welche unzufrieden waren? Wenn ja, weshalb? Es hat zwei Fälle gegeben, wo die Bauern nicht so zufrieden waren mit dem Einsatz. Der eine war einfach ein Fehler in der Kommunikation. Wir haben einen Freiwilligen gestellt, der nicht so körperlich fit war, und der Betriebsleiter war mit dem einverstanden. Und nachher, als er dort war, musste er sehr harte Arbeit erledigen, was halt nicht so gut gegangen ist. Und darum war er am Schluss nicht so zufrieden. Aber er hat dann noch die Hilfe von weiteren Freiwilligen in Anspruch genommen. Und das war dann deutlich besser. Und dann war er auch zufrieden. Gibt es für das Jahr 2022 mehr Anmeldungen als letztes Jahr? Von den Freiwilligen her haben wir mehr Anmeldungen als letztes Jahr. Wir haben jetzt um die 80 Anmeldungen. Letztes Jahr haben wir 40 Freiwillige können ausbilden. Und von dem Betrieb her lässt sich das noch nicht abschätzen, wie viele Anmeldungen wir haben. Weil die Anfragen kommen dann erst, wenn es richtig losgeht mit der Alpsaison. Aus welchen Regionen stammen die freiwilligen Hirten? Die freiwilligen Hirten stammen eigentlich aus der ganzen Schweiz, und sogar aus Deutschland kommen immer wieder Anmeldungen. Und es freut uns, dass das Projekt so gut aufgenommen wird von den Freiwilligen aus der ganzen Schweiz in den eher urbanen Regionen von unserem Land. Leider wurde von der Präsidentin des Bündner Elpler und Elplerinnenvereins schon bevor das Projekt gestartet wurde, negativ darüber geurteilt. Es würde nichts bringen und nur eine Regulierung des Wolfs sei wirksam. In der Zeitschrift Bündner Bauer sagt sie dazu: Das falsche Signal ist, dass die Freiwilligen von Naturschutzorganisationen für ihre PR-Zwecke missbraucht werden. Weiter sagt sie: Ich hatte mit keinem Elpler oder Bauern Kontakt, der dieses Angebot nutzt. Die Alpsaison ist kaum zu Ende, wird in der Gemeinde Matton ein Wolfsmahnfeuer entfacht,
um der Problematik im Zusammenhang mit Problemwölfen aufmerksam zu machen. Ich habe mir den Anlass nicht entgehen lassen und habe das malerische Bergdorf besucht. Die Präsidentin der Bündner Elbler hat dann auch kurz den Leuten erklärt, dass man so nicht weitermachen könne und nur Entnahmen von Wölfen etwas bringen würden. Das Feuer war imposant hergerichtet und die kleine Kirche nebenan hat mich ins Mittelalter zurückversetzt, als Hexenprozesse an der Tagesordnung waren. Der nächste Zeitungsbericht in Sachen Regulierung lässt nicht lange auf sich warten. Der Kanton Graubünden hat ein neues Gesuch Anfang September beim Bundesamt für Umwelt BAFU eingereicht. Es sollen Tiere aus dem Stajas-Rudel entnommen werden. Nach Überprüfung der Dokumente hat das BAFU entschieden, dass die Kriterien für einen Eingriff in das Rudel nicht erfüllt sind. Die Schäden in geschützten Nutztierherden liegen unter der Schwelle von 10 gerissenen Tieren. Grund dafür: Der Kanton Graubünden hat Nutztierrisse aus ungeschützten Herden angegeben, wie das BAFU mitteilt. Die Alpsaison 2022 hat kaum begonnen, gibt der Kanton Wallis einen Wolf im Streifgebiet des Augstbordrudels zum Abschuss frei. Das Tier wird am 20. Mai von der Wildhut erlegt. Mit dieser Tat verletzt der Kanton Bundesrecht und setzt sich in provokanter Weise auch über ein Urteil des eigenen Kantonsgerichts hinweg. Das Gericht rügte die Behörden in einem Fall von 2018, als der Kanton bereits einmal widerrechtlich ein einzelnes Tier zum Abschuss freigab. Dieser Fall zeigt somit klar auf, weshalb es fatal wäre, den Kantonen die Kompetenz zur Regulierung geschützter Arten in die Hände zu geben. Kommen wir nun zur Passjagd. Was ist Passjagd überhaupt? Um es nur kurz zu erklären: Der Jäger hinterlegt an einer für ihn übersichtlichen Stelle einen Köder und wartet in einem Versteck, bis seine Beute erscheint. Meistens sind es Füchse, welche so erlegt werden. In rechtskräftig ausgeschiedenen Wildruhezonen ist die Passjagd verboten. In Gebieten mit ständigem Wolfsvorkommen kann die Wildhut Luderplätze aufheben oder verbieten, sofern kein angemessener Abstand zum Siedlungsgebiet eingehalten wird. Was ist nun ein angemessener Abstand zu Siedlungsgebieten? Sind Luderstellen zu nahe an Siedlungsgebieten oder auch Ferienhäusern, so wird man damit garantiert auch Wölfe anlocken. Als das Kalanda-Rudel noch existiert hat, hat ein Schafbauer ganz in der Nähe seiner eingezäunten Schafe einen Luderplatz entdeckt, ebenso eine Wildkamera, welche auf diesen gerichtet ist. Da die Kamera an einem Baum befestigt ist, welcher auf seinem Grund und Boden steht, montiert er diese ab und schickt sie der zuständigen Wildhut in Chur. Er hört lange Zeit nichts und telefoniert nach Chur. Er will wissen, was die Kamera aufgenommen hat. Keine Antwort. Nun, oft ist keine Antwort auch eine Antwort. Finden Wölfe in der Schweiz genug Lebensraum und vermehren sich Wölfe unter Umständen zu stark? Wir hören auch immer wieder die Frage, es hat, in der Schweiz hat es keinen Platz für Wölfe oder wir können keinen Wolf brauchen. Die Schweiz ist zu klein. Der Wolf fühlt sich auch bei uns in der Kulturlandschaft sehr wohl. Also, der Wolf braucht gerade mal Nahrung, Wasser und Rückzugsmöglichkeiten für ungestört Welpen aufziehen. Das findet ihr bei uns in der Schweiz überall. Wir hören auch immer wieder, dass die Leute Bedenken haben, dass die Wolfspopulation explosionsartig zunimmt und es irgendwann mal 40, 50 Wölfe im Gebiet herum hat. Das ist nicht so. Also, klar steigt am Anfang, die Wolfspopulation nimmt zu, aber auch nur so lange, bis die Rudelgebiete alle besetzt sind. Das heisst, eine Wolfsfamilie beansprucht ein Gebiet von 150 bis 300 Quadratkilometer. Und in diesem Gebiet lebt einfach eine Wolfsfamilie mit ca. 8 bis 10 Tieren. Meine persönliche Spurensuche, um einmal einen Wolf zu sehen, startete ich im Sommer 2021. Aber wo sollte ich mit meiner Suche beginnen? Zunächst hielt ich mich an Stellen, wo schon Wölfe gesichtet wurden, dies allerdings vor Jahren. Übrigens war ich hier nicht in Tibet,
Ich war immer noch in der Schweiz und zwar im Waadtländer Jura, wo sich das Marcherie-Rudel befindet. Auch hier wäre es ein reiner Glücksfall gewesen, einen Wolf zu entdecken. Eine wunderschöne Landschaft und eine zufällig gefundene Wolfslosung war der Lohn meiner Reise. Der Herbst 2021 zeigte sich in voller Pracht. Ich lief regelmäßig das gleiche Gebiet zwischen Kalanda und Ringelspitz ab und entdeckte verschiedene Tiere, aber keinen Wolf. Ich machte zur Abwechslung einige Abstecher in mir unbekannte Regionen und musste immer wieder staunen, was die Natur zu bieten hatte. Am Wegrand zeigten sich mir regelmäßig Trittsiegel und eher zufällig entdeckte ich an einer Weggabelung eine Losung. In meinem Kopf manifestierte sich die Idee, an einer unauffälligen Stelle eine Wildkamera zu installieren, um diese ein paar Tage vor Ort zu lassen. Als ich dann zu Hause das Bildmaterial kontrollierte, weiteten sich meine Augen. Nach der überraschenden Aufnahme eines Jungwolfs vom August zeigten sich mir Ende Oktober gleich zwei adulte Wölfe. Die Qualität der Aufnahme war schlecht, aber die Freude darüber umso größer. Es sollte aber noch besser kommen. Am 8. Januar 2022 montierte ich in der Nähe einer Stelle, wo eine Woche zuvor ein Riss geschah, zwei weitere Kameras. Zuerst zeigten sich mir ein paar Hirschkühe, welche die Straße überquerten, und keine 20 Minuten später zogen gleich drei Wölfe an der gleichen Stelle vorbei. Im Laufe der Zeit konnte ich an der gleichen Stelle immer wieder Wölfe dokumentieren. Wölfe, welche in unregelmäßigen Abständen ihr Revier abliefen. Falls man einmal einem Wolf begegnen sollte und dieser nicht gleich das Weite sucht, wie ist diese Situation einzuschätzen? Wolfsbegegnungen sind eigentlich eher selten, aber es kann natürlich bei uns auch vorkommen, dass man einmal einen Wolf trifft. Meistens geht die Begegnung so ab, dass der Wolf im Moment stehen bleibt, einem anschaut, die Situation einschätzt und nachher läuft er eigentlich weg. Also der Wolf flüchtet nicht in Panik, wenn er einen Mensch sieht. Es kann sein, dass Jungwölfe, die sind eher noch weniger misstrauisch Menschen gegenüber. Und das kann mal sein, dass die nicht gerade weglaufen, dass sie im Moment länger stehen bleiben oder auch mal einen Schritt auf einen Menschen zumachen können. Da einfach ruhig stehen bleiben und mit Lärmen kann man dann auch Jungtiere verscheuchen. Also das hat nichts mit irgendwie verlorene Scheuch zu tun von Menschen, sondern einfach, weil die Wölfe, die Jungtiere noch neugierig sind und Menschen einfach auch noch nicht so kennen. Am Montag, den 18. Januar 2021, haben verschiedene Automobilisten etwas Außergewöhnliches erlebt. Auf gepflügter Straße läuft ihnen ein Wolf entgegen. Neben der Straße liegt meterhoher Schnee. Der erschöpfte Wolf dürfte auf Nahrungssuche gewesen sein und hat bemerkt, dass ein Vorankommen auf schneefreier Straße weniger kräfteraubend ist. Das Tier ist durch vorbeifahrende Fahrzeuge verunsichert und legt immer wieder kurze Pausen ein. Beim Werkhof Pfäffers fällt seine Rast etwas länger aus. Es sieht beinahe so aus, als lese er, was dort auf dem Schild steht. Nach kurzer Rast trabt er dann in Richtung Kunkels weiter und lässt die staunenden Automobilisten hinter sich zurück. Dann zeige ich dir gern die Stelle, wo ich den Wolf gesehen habe. Und zwar im 219. März, April wird das gewesen sein. Weil ich bin genau da an dieser Stelle bin ich gewesen,
Märzenblümli sammeln. Märzenblümli sind im Fall Hauflattich. Und ich habe hier gesammelt. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, es schaut mir jemand an. Dann habe ich aufgeschaut, schaue dort rauf. Und dort sehe ich den Wolf stehen. Der ist stehen geblieben, schaut mich an. Die längste Zeit haben wir einander nur angeschaut. Dann habe ich angefangen zu schwätzen mit ihm. Ich habe gesagt, wow, bist du aber ein schöner Kerl. Ist das schön, dass ich dich endlich einmal darf in der Natur sehen. Und dann hat so mit den Ohren hat er hin und her gewackelt, den Kopf gedreht und mir zugelassen. Und ich habe die längste Zeit mit ihm geschwätzt. Und er hat gehört. Nach einer Weile ist er dort von dem sonnigen Bödeli, ist er vorgelaufen, dort hinter ein Stänneli, abgelegen. Ich habe hier weitergepflückt, mindestens eine Stunde, immer wieder raufgeschaut. Der Wolf hat immer wieder runtergeschaut, hat zwischendrin den Kopf abgelegt. Dann hat er geschlafen, über eine Stunde. Bis ich heimgegangen bin. Ich bin nachher heimgegangen, ich weiss nicht, wo er hingegangen ist. Ja, vor 7 Jahren, am 26. Dezember, ich weiß noch ganz genau, am Nachmittag bin ich vom Spaziergang hier runtergekommen. Dann schaue ich hier in die Wiese, dann sehe ich hier ein Tier. Im ersten Augenblick habe ich gemeint, es sei ein Hund, aber weit und breit war keine Person. Dann habe ich gemerkt, au, das ist ja der Wolf. Für mich war das fast unfassbar, dass der so kurz vor mir steht. Und ich konnte auch noch ein ganz bisschen Zeit beobachten, weil er mich nicht gerade gewittert hat. Und zumal hat er seine Ohren gespitzt und hat mich gemerkt. Und dann hat er kurz umgeschaut und dann ist er ab ins Wäldli. Ich bin auch noch mal den Spuren nach und es sind wirklich Wolfsspuren gewesen. Für mich war es ein einmaliges Erlebnis. Es blieb da in meinem Gedächtnis, das vergisst man nicht. Sehr schön war und Angst habe ich überhaupt keine empfunden. Ich komme morgen zu laufen, Richtung Stall. Da hatte es einen Haufen Schnee. Das war so ca. Mitte Februar. Ich sehe hier die Spur. Ich gehe näher her. Schaue. Dann sage ich, boah, gross wie meine Hand. So grosse Abdrücke. Schaue noch mal. Weiter rum geschaut, mehrere so Abdrücke. Ich denke, ich habe 11 hier oben. Und dann habe ich das im Dorf gesagt, schauend. Hier unten mit euren Kleintieren, ich habe 12 bei mir hier oben. Und dann haben sie mich noch belächelt. Und dann, dadurch, dass ich natürlich immer wieder Spuren hier hatte, denkt jetzt tun wir die Kamera, Wildkamera her, mal zum Schauen. Jetzt habe ich dort hinten gerade, wo es noch bis zu unserem Land geht, bei dem Baum eine Kamera her. Und tatsächlich, der erste Wolf, den wir drauf hatten, war am 17.03.19. Und dann haben wir am 5.04.19 auf der Kamera humpelt hier ein Jungwolf auf 3 Beinen hier vorne bei uns Richtung Stall. Dann hat sich dann herausgestellt, dass das das Ringelspitzrudel ist, das hier bei mir ist. Die von Valera hergekommen ist. Ja, der ganze Winter lang waren 12 bei mir das ganze Rudel rundherum. Da bin ich einmal zu Abend, wo ich gekommen bin, futtern. Wir haben hier keinen Strom, habe ich mit der Lampe. Da waren sie schon gerade oben auf dem Hügli. Also wirklich auf ein paar Meter Abstand. Dann zugeschaut, was sie machen. Und dann haben sie dann einmal müssen verscheuchen. Habe ich dann geklatscht und haben sie weggejagt. Und wir haben die Rosse hier. Die haben 24 Stunden Freilauf. Können die und auswählen im Stall. Und dort haben wir am Anfang schon ein bisschen Gedanken gemacht, wegen der Ross. Weil dann habe ich gesehen, die Spuren, wo die Wölfe sogar bei der Ross durch sind, hinterher zum Brunnen gehen trinken. Aber die Ross ruhig und ohne Vorkommnisse. Also da haben die Ross sich daran gewöhnt, an die Wölfe. Und das Ringelspitzrudel hat
unsere Rosse in Ruhe lassen. Und nachher hat sich dann herausgestellt, warum ich die ganzen Wölfe immer bei mir hatte, in so kurzen Abständen, das ganze Rudel. Der Jungwolf, der hier verletzt, den wir auf der Kamera haben, war der F-45er, vom Ringelspitz, geboren im 18. Und die hat sich da unten verkrochen im Wald. Und das Rudel ist regelmässig gekommen, die zu futtern. Weil sie auch selber nicht mit können wegen ihrer Verletzung. Und per Zufall läuft die in die Kamera rein, im Juli 19, mit dem Bein hin, genesen praktisch. Wieder fast normal gelaufen. Und laut DNA hat man eben dann können feststellen, dass das die ist, die 45er, die überlebt hat und immer noch lebt. Also für mich war das ein wunderschönes Erlebnis jetzt mit dem Wolfsrudel. Und haben die so viel Mal, so nach bei mir gekauft, ein paar Meter. Nie irgendein Vorkommnis, keiner hat mich angeknurrt, keine Zähne gezeigt. Sie haben neugierig geschaut, was sie machen. Wenn sie verjagt haben, sind sie gerade geflogen. Und dann einfach auf Distanz sind sie beobachtet. Ohne Vorkommnis. Hier im Park leben Wölfe und Bären im selben Gehege. In der freien Natur wären sie Konkurrenten. Wie funktioniert das in Gehegehaltung und wie kam es zum Versuch, Wölfe und Bären zusammenzuführen? Wölfe und Bären leben in der Natur im selben Lebensraum. Sie sind wohl teilweise Nahrungskonkurrenten. Das heißt, Bären sind Allesfresser, sie fressen aber gerne auch Fleisch. Und der Wolf ist ein reiner Fleischfresser. Von daher, wenn der Bär Früchte findet, dann bevorzugt er die Früchte. Im Frühling nimmt er aber sehr gerne Aas. Und der Wolf, der ist eigentlich ein Jäger, der jagt kleine Huftiere wie Reh oder junge Rothirsche. Und von daher kann der Bär oft vom Wolf profitieren in der Natur. Bei uns ist es so, dass wenn der Bär ein Stück Fleisch gefunden hat und der Wolf will ihm das wegnehmen, dann muss er im Rudel agieren und muss dann den Bären so lange necken, bis der Bär entweder zu wenig Hunger hat, den Wolf überlässt oder dann halt das Stück Fleisch schnell gefressen hat. Der Wolf hat respektiert, dass der Bär selbstverständlich der Stärkere ist und dass er immer so einen Sicherheitsabstand von etwa 1,5 Meter haben muss. Wie haben die Tiere beim ersten Aufeinandertreffen reagiert? Die Tiere haben am Anfang eigentlich recht reserviert reagiert. Sie sind einander aus dem Wege gegangen. Nach einigen Wochen haben sie so ein bisschen die Scheu untereinander verloren. Die Wölfe sind ein bisschen unvorsichtig geworden. Und da hat es einmal einen Zwischenfall gegeben, dass eine Bärin wirklich einen Wolf nachgestellt hat und diesen auch erwischt hat, den Wolf gebissen hat und der Wolf hat dann geschrien und die anderen Wölfe sind diesem Wolf zu Hilfe gekommen und haben die Bärin von hinten gepackt und hat sie ihn losgelassen. Und das war eigentlich ein Schlüsselerlebnis, dass die Wölfe respektieren mussten, dass der Bär einfach der Stärkere ist und dass sie dem Bären aus dem Wege gehen müssen. Wenn sie vom Bären ein Stück Futter wegnehmen wollen, dann müssen sie im Rudel agieren. Oder wenn ein Bär einem jungen Wolf zu nahe kommt, dann müssen sie ihn als ganzes Rudel vertreiben. Dann funktioniert das. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Zusammenspiel in einer Gehegehaltung, das für beide Tierarten dies eine Bereicherung ist, auch natürlich ein Zeitvertreib, kann man vielleicht sagen, ein gewisses Spiel, so wie es in der Natur eigentlich auch funktioniert. Im Jahr 2007 wurde in Patok, Albanien, ein wilder Wolf in Gefangenschaft gehalten. Weil man aber nichts mehr hatte, was man an ihm verfüttern konnte, entschied man sich, ihm einen alten, arbeitsschwachen Esel zum Fraß vorzuwerfen. Und so sperrte man ihn einfach zusammen mit dem Wolf in einen Stall. Aber niemand rechnete mit dem, was dann passierte.
Anstatt sich auf den Esel zu stürzen, ihn zu töten und zu verspeisen, blieb der Wolf in einer Ecke des Stalls sitzen und ließ den Esel in Ruhe. Die beiden ungleichen Tiere waren über eine Woche zusammen und es geschah nicht, was erwartet wurde. Im Gegenteil, der Wolf kuschelte sich sogar an den wehrlosen Esel und schien bei ihm Schutz zu suchen. Diese unglaubliche Geschichte wurde schnell publik und unter öffentlichem Druck wurde der Wolf wieder freigelassen und der Esel einem fürsorglicheren Besitzer übergeben. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Das hat der Albert Schweitzer einmal gesagt. Und er hat damit zum Ausdruck gebracht, wir leben da inmitten von ganz vielen Tieren und auch Pflanzen, die auch leben wollen. Und unsere Verantwortung als Menschen ist eigentlich auch, als Hüter von der Schöpfung zu fungieren, zu schauen, dass die Pflanzen und die Tiere auch leben können. Aber was wir machen und was wir in der ganzen Menschheitsgeschichte eigentlich gemacht haben, ist etwas anderes. Wir haben eigentlich die Schöpfung unterdrückt. Wir sind nicht die guten Herrscher, die für das andere schauen, sondern wir sind die, die die Schöpfung ausbeuten. Und das machen wir auch mit den Tieren, eben zum Beispiel als Nutztier. Ein Stück weit auch, wenn sie Haustiere sind, gefällt das uns natürlich auch, weil es dann unseren Interessen dienen. Und natürlich zum Beispiel als Attraktion im Zoo. Der Wolf, der macht uns da einen Strich durch die Rechnung. Wir haben ihn vertrieben, wir haben ihn ausgerottet bei uns und er ist jetzt wieder zurückgekommen und bei uns heimisch geworden. Und natürlich gefällt das nicht allen. Aber vielleicht können wir gerade auch immer auch lernen, was der Respekt vor der Würde des Tieres eigentlich bedeutet. Die Würde hat immer etwas damit zu tun, dass man ein Tier in seiner Eigenständigkeit und in seinem Eigenwert schützt. Auch in seiner Eigenart. Also, dass wir uns nicht nur für das Tier interessieren, wenn es uns nützt, sondern dass auch für das Lebensrecht des Tieres einstehen. Jedes Tier hat eine Würde. Und sie haben Recht, auch die Schafe, die manchmal vom Wolf gerissen werden. Sie haben auch eine Würde, die wir schützen müssen. Aber es gibt einen ganz wichtigen Unterschied zwischen dem Wolf und dem Schaf. Die Schafe, das sind sogenannte Nutztiere. Wir haben sie in die Situation der Verletzlichkeit hineingebracht. Sie leben in unserer Obhut. Wir sind für ihr Wohlergehen verantwortlich. Das heisst, wir müssen sie schützen vor Krankheiten, vor Naturgefahren, Steinschlag, Lawinen, aber auch vor dem Wolf. Das ist unsere Verantwortung. Das ist nicht die Verantwortung des Wolfs. Wir sollten sie wahrnehmen und nicht an bösen, vermeintlich bösen Wolf delegieren. Ethik hat immer auch etwas mit Wahrnehmung zu tun. Das heisst, auch mit dem Einüben von einem respektvolleren Blick. Also ein Blick, der sich für die Tiere interessiert, ihrer Eigenart. Tiere sind auch gerade darum interessant, weil sie anders sind als wir Menschen. Und Tiere sind auch nicht nur für uns Menschen da, sie existieren nicht wegen uns, sondern um ihrer selbst willen. Das können wir lernen, auch einen liebevolleren Blick auf Tiere können wir lernen, dass wir mehr Tiere nicht nur als Gefahr sehen, sondern auch als verletzliche Wesen, wie auch wir verletzlich sind. Ich hoffe, dass wir das darum lernen, den Wolf immer mehr als ein Lebewesen zu sehen, wo Leben ist, wo will leben. Im Mitte von Leben, wo wir leben. Jetzt, wo ich zum Thema Wolf verschiedene Stimmen gehört habe, erlebt habe, dass die Macht der Worte in Händen von Lobbyisten ein mächtiges Instrument darstellt und ich mir meine eigene Meinung bilden konnte, so frage ich mich manchmal im Stillen, was kann ein Wolf dafür, dass er ein Wolf ist? Wissen Sie es?